Der Mörder kommt immer an den Tatort zurück. Oh, so gefährlich sind wir aber jetzt wirklich nicht. Nein, wir sind nur Karago-Interessenten und kommen auch immer an den Karago zurück. Da sind wir jetzt bestimmt schon das vierte Mal. Geh, was ich? Er gefällt uns halt, ja. Er schaut nicht schlecht aus. Also ich habe mich jetzt mal erkundigt, auch was Gewicht angeht. Da könnte es unter Umständen ein Problem geben. Aber da haben wir ja noch ein Gespräch bei Karago, das reichen wir dann noch nach. Jetzt wollen wir noch mal reingehen und mit unserem neuen Wissen noch mal glänzen und euch den Karago nochmals vorstellen. Das andere Video eliminieren wir, das was wir schon gedreht haben. Weil jetzt kennen wir uns schon ein bisschen besser aus. Man sollte ja Ahnung haben von dem, was man sagt, gell? Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Ein bisschen haben wir immer Ahnung, aber oft reicht es nicht. Also, jetzt geht's los. Karago i4.9 LEL. Mit Hubbett. Und super Auto. So, hier haben wir die silberne Version. Das ist die, die es ganz dicke haben. Die kostet immer ein paar tausend Euro mehr. Aber sieht natürlich schon sehr schick aus. Was für uns das Besondere ist, oder für mich besser gesagt, doch schon für uns beide, das ist die Schnauze, die der da hat. Weil dadurch ist die Entfernung zwischen der Heckscheibe und zwischen dem Lenkrad und der Heckscheibe verkürzt, genau um diese Zentimeter. Und die sind der entscheidende Unterschied, ob die Ussi an die Scheibe langen kann oder nicht. Dann haben wir von außen schon mal eine wunderbare Klappe. Da kann man jetzt die Sachen reinstellen und die kann man dann von innen vom Sitz entnehmen. Die Aufbautür, die ist schon von vornherein groß. Und hier haben wir nochmal eine Außenstauklasse, Klappe und darüber die Kassettenlösung. Da kann man sich ja jedes alternative Klo einbauen. Und jetzt kommen wir zur großen Heckgarage, die natürlich absolut Spitzenklasse ist. Die Türen gehen über 90 Grad auf, wie es für ein anständiges Fahrzeug obligatorisch ist. Und man sieht schon, also Platz haben wir hier genügend um Fahrräder und auch ein Regalsystem einzubauen. Hallo. So, Rücken ist natürlich eine Augenweide. Wir haben den ja schon mal an der CMD gezeigt und da haben wir das Video genannt, ein schöner Rücken kann auch entzücken und das wird uns nach wie vor gehen. Sie? Ja. So, und dann haben wir nur mal eine Heckgarage. Nein, das ist die gleiche, nur von der anderen Seite. Und da sieht man schon, wie viel Platz das da drinnen ist. Dann haben wir hier noch den Wassertank. Dann haben wir hier eine Außenstauklappe. Was ist das da für eine Klappe, Ossi? Die ist zugeschlossen, also Geheimfach. Vielleicht Gas. Wahrscheinlich die Gasflaschen, Gas. Ja. Und hier haben wir nochmal einen Außenstauraum, also der auch von innen wieder zugänglich ist. Bierkasten etc. Also Platz ist schon mal jede Menge vorhanden. Und weil das Fahrzeug so schön ausschaut und uns so gut gefällt, würde ich sagen, Ossi, da gehen wir einfach mal rein. Ja, schauen wir uns von innen an. Rande muss ich natürlich noch eins sagen, die Griffe da, die Türöffner, super. Die Einzelklappen mit diesem Öffner, super. Ja, das macht alles schon mal einen ordentlichen Eindruck. Ossi, nur zu. Schauen wir mal. Ja, Ausstattung sieht also schon mal farbmäßig gut aus, ähnlich unserem Fahrzeug jetzt, vom Holzdesign, eigentlich farblich kommt es uns schon ein bisschen entgegen, oder? Ja, schön hell die Schränke, ich mag es gern hell. So, und hier haben wir Hubbett, das sieht man hier, und die Sitze sind umgelegt, weil wohl jemand das Hubbett inspiziert hat. Da würde ich sagen, stellen wir mal die Sitze auf und dann setzen wir uns ins Cockpit und schauen da mal hin. Ja. Hier haben wir das Mercedes
Instrumententafel und da haben wir das Lenkrad von Mercedes. Hier ist die Rückfahrkamera, die ist so untergebracht, dass man möglichst vor Sonnenstrahlen geschützt erkennt, wo man hinfährt. Auch das ist ja ein Kritikpunkt bei dem Fahrzeug, das wir im Moment befahren. Die Rollerschiene, die geht hier mechanisch runter. Da ist in der Mitte, ja, ja genau. Was natürlich den Vorteil hat, dass man sie auch von oben runterziehen kann. Ja, haben wir hier einen Sichtschutz. Ja. Ja, geht alles noch ein bisschen schwer, ist ja nagelneu. Wird mit der Zeit dann besser. Mhm. Gehen wir mal davon aus, machst du bitte wieder Licht an vorne. Ja, und dann kann man aber auch das Rollo so einstellen, dass es einen Sichtschutz gegen die Sonne gibt. Also man muss es nicht unbedingt ganz hoch machen, weil es mechanisch ist. So sieht alles gut aus und man kommt auch gut an die Scheibe hin. Ist nur mehr anstrengend, also kein Problem. Ich komme mal bis ganz runter. Und das ist eben durch die Nase bedingt. Alles sonst Mercedes. Und die Besonderheit, und auf die legen wir ganz besonders Wert, das ist, dass man auch Getränkehalter unterbringt. Wir haben nämlich hier für Getränke genügend Platz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und hier fehlt's. Nee, doch, hier, zehn. Also entweder sind Karthago-Fahrer besonders durstig und brauchen viel Wasser und viel Kaffeebecher. Also für mich erschließt sich das nicht, warum da so viel sein muss. Unnötig aus meiner Sicht. Ihr braucht keine Angst haben, ihr verdurstet nicht mehr in der Fahrt. Nein. Ihr ertrinkt höchstens. So, aber Spaß beiseite, wir machen ernsthaft weiter mit unseren Videos. Ja? Genau. Also ich bin hin und weg, wo die Ursi ist. Ja, ja, ist ganz okay, was ich bisher gesehen habe. Hallo. Darf ich Ihnen ein bisschen mehr Licht machen? Gerne, ja, jetzt kriegen wir sogar noch Lichtversteigerung. So, da warten wir noch, bis das Licht aufgeht. Wahrscheinlich jetzt klappt es nicht. Ja. Ja, ist immer so. So ist ja auch kleine Mängel sind im Fahrzeug inbegriffen. Aber ist wahrscheinlich der Vorführweg. Oh, geht. Ja. Ah. Und richtig hell wird es jetzt. Richtig hell, ja. Also das macht nur viel mehr Spaß, da reinzuschauen. Ja. Herzlichen Dank. Und ja, ansonsten, Pfarrerhaus macht super Eindruck, Ossi. Ja. Das ist stilvoll gemacht mit einem abgesetzten Teil hier. Ja, also ich finde, das schaut schön aus. Und hier haben wir noch eine kleine Klappe mit Ladegegenständen. Wenn man mehr Anschlüsse braucht, da kann man sich dann individuell bei einem Fachbetrieb was einbauen lassen. Also was mir natürlich auch zusagt, das ist hier dieses Ablagefach, denn ich lege da doch ganz gern mal eine Landkarte oder ein Buch, also einen Reiseführer oder irgend so etwas rein. Und was auch ganz, ganz toll ist, das ist dieses Seitenfach hier. Das ist sehr, sehr groß. Und ja, das kommt mir eigentlich auch ganz entgegen. Und auch für den Fahrer ist was an was gedacht worden. Denn, wenn ich mir das anschaue, die Fahrertür ist richtig toll. Und was ich ganz besonders toll finde, das ist, dass hier sogar noch eine 11. Flaschenablage ist. Also, wirklich, ihr ertrinkt eher, bevor ihr verdurstet im Karthago. Also für was so viele Flaschen und Becherbehälter da sind, also das erschließt sich mir wirklich nicht. Da könnte man bestimmt eine bessere Lösung finden. Manchmal ist halt schon gefragt, dass man mitdenkt. Aber es ist bei diesem Fahrzeug in vielen Bereichen mitgedacht worden. Das muss ich schon mal ganz klar sagen. Ja? Also dass das ein wenig lustig ist, dass das so viele Ablageflächen sind. Das müssen Sie sich über sich ergehen lassen einfach. Ja. Ja. So, Polster gefallen uns auch. Also von der Ausstattung her könnten wir schon mal sagen, wir könnten damit rausfahren. Ja, also. Das Silber gefällt uns auch, das ist halt dann etwas teuer mit, glaube 9000 Euro Aufpreis. Ja, aber ich bin dahin gelaufen und habe gesagt, super tolle Farbe. Ich verstehe nicht, dass diese Fahrzeuge alle in diesem Weiß sind und wenn man ein bisschen Farbe rein möchte, dann das so extrem teuer ist. Schade.
Man muss sich's halt leisten können. Und das weiß ich nicht, ob wir das können. Ja, das sehen wir ab. Wir kaufen das Fahrzeug ja heute nicht. Ach so, schade. Jetzt schauen wir es uns aber noch mal weiter an. Ja, genau. So, die Uhr sind im Platz. Und oh, ja, eng. Sie kann jetzt gleich uns noch mal zeigen, wie der Tisch funktioniert. Ja, klar. Super toll, wie weiß auch. Hier gibt es einen Knopf, muss man nur drauf treten. Und dann kann man den in sämtliche Richtungen und wie man es braucht, einfach hier verstellen. Finde ich eigentlich ganz gut. Hoppla, jetzt ist das für mich jetzt. Ja. Und ganz richtig drehen können wir es jetzt auch nicht, weil ja die Fahrersitze, die stehen ja jetzt noch ein wenig in einer anderen Position. Ja. Also, wenn man ja steht, stellt man die ja um. Genau. Mhm. So, hier haben wir natürlich keine Stufe, das ist klar. Ja, denn so sollte ja auch ein Fahrzeug sein, dass das stufenlos verbaut ist. Dagegen hat man hier auch Unterstauklappen. Als erstes zeige ich euch einmal den Sitz. Den macht man hoch. Und dann hat man hier die Ladeklappe von außen. Und oh, keine Sorge, der hält was aus, das ist ein Cadaro. Und dann haben wir hier den Fernseher. Oh, der ist richtig groß. Und ja, ich lasse ihn jetzt außen. Weil wenn es dann Krach macht, was ich dann. Ja, genau. Dann kriegen das, wir wieder negative Kommentare. Ja, ja, genau, dann wird wieder geschumpfer. Und das war jetzt nichts kaputt im Helle, sein Stock ist nur rausgefallen. Jawohl, weil ich einfach euch zeigen will, wie der tief der Boden ausschaut. Machst du mal hoch, Ossi? So, jetzt. Ja, da ist doch Platz. Also, da kriegt man etliches an Vorräten unter. Da gibt es nichts zu schimpfen. Nee. Und hier ist ja auch noch ein Fach. Ja, da kann man. Das ist das Fach. Das Fach, was man von außen beladen kann. Und das kann man hier zum Teil entladen. Na, schwieriger. Da seht, doch, man sieht raus. Ja, aber das da kommt auch vielleicht ein wenig. Ja, müsste man halt schauen. Solange die Feinmotorik stimmt, geht's. Auf jeden Fall ist hier nochmal ein Fach. Hm? Jawohl. Keine Ahnung, was du schmerzlich vermisst. Mir fällt im Moment jetzt nichts ein. Wenn ich da runter schaue. Ja, da sind die die Lüftung für den Kühlschrank, Gefriere und weiß ich nicht, der Backofen vielleicht. Also da ist halt irgendwie eine Lüftung. Aber dieser Schrank ist ja da dafür jetzt unterhalb vom Sitz. Wir haben nämlich also, da unten jetzt im Moment unsere Vorräte untergebracht. Ja, da muss man halt einen anderen Platz. Aber es ist genügend Platz da, dass man Alternativen hat. Ja, ja, also kein Problem. Und das hier ist jetzt auch Kühlschrank, Dometic Kühlschrank. Ganz normal. Übliche Kühlschrank natürlich. Gefrierfach. Ja, Gefrierfach. Und Backofen. Und den möchte ich auf jeden Fall wieder haben. Wir benutzen ihn zwar nicht sehr oft, unseren Backofen, aber hin und wieder doch. Und dann möchte ich das auch wieder haben. Wenn ich schon dabei bin, dann zeige ich Ihnen mal gleich, wo die Technik untergebracht ist. Und da haben wir auch hier beim Fernseher noch eine kleine Klappe. Da ist ein Auszugssystem. Immerhin noch ein Fächle da, wo man Sachen und reinlegen kann. Hier unterm Hubbett, das ist auch einfach. Ja, also da hinten ist das Fach. Hier. Mhm. Also es ist genügend Stauraum vorhanden. Mhm. Vor allen Dingen, wenn wir dann noch in den hinteren Bereich kommen, da werdet ihr die Augen aufmachen. Also bleibt dran, es wird äußerst spannend. Wir haben noch die Küche zu berichten. Jawohl, hier ist der Küchenbereich. Und da ist ja das Brett auch schon mal. Ja, das ist dieses Brett, das ist auch die Abdeckung von der Spüle. Natürlich. Ja, hier die Spüle. Was natürlich toll ist, dass man das dann hier reinmacht. Dann hat man noch ein kleines Schneidebrett. Hier schon eine Ablage, was ich ganz toll finde, vergrößert einfach ein bisschen die Küche. Ja. Ja, das ist natürlich eine kleine Gimmick. Jeweils zwei Gläser reinstelle. Okay, ist dabei. Ich würde jetzt aber sagen, schade für den Stauraum. Ach, aber ja, es sieht man gönnt aus. Sich ja sonst nichts. Ja, genau. Hier ist ein Platz für so eine Kaffeemaschine. Naja, also die bräuchte ich jetzt natürlich nicht. Ja, wer es braucht. Ja, genau. Viele wollen das ja. Wir brauchen es nicht.
So, und hier ja, das Geschirr und der große Schrank. Da geht alles rein, was da, wir haben. Denke ich auch, da passt einiges rein hier. Ja. Das ist kein Problem. So, dann schauen wir da seitlich, sind auch nur. Ja, hier sind noch Regale. Gewürze etc. rein. Vermutlich, ja. Und dann kommen wir schon zu den Unterschränken. Nee, ich würde erst mal sagen, hier ist ein Drei-Flamme. Okay, muss ich nochmal zurück. Ein Drei-Flamme-Herd. Der ist ein bisschen klein, aber wir würden so und so die Induktionskochplatte weiterverwenden, weil die nämlich super ist. Ja, ich finde es eigentlich schade, dass es noch keine Kombi hier in diesen Fahrzeugen gibt. Also einmal Elektro, also ja, wie heißt es? Induktion und vielleicht Gas, aber vielleicht kommt das ja noch. Ja, in der kurzen Zeit, wo wir das bestellen wollen. Mal abwarten. Die Jose hat immer mehr Zeit als ich. Ja, aber sie ist ja auch jünger. Sie ist ja auch jünger als ich. Ja. Klaro, klaro. Natürlich, hier hat es. Ja, hier. Da kann man auch noch die gute Tropfe hinstellen. Richtig. Wenn er nicht gekühlt werden muss. Sorry, ich habe gerade einen Frosch verschluckt. Ja, entschuldigen wir nochmal. So, mach weiter, lieber. Dann haben wir hier ein großes Fach, jawohl. Noch ein großes Fach, also da bringen wir alle Töpfe unten. Und unten. Ah ja, da ist ein Fach und hier ist die Müllentsorgung. Ja, gut gelöst, das gefällt mir gut. Ganz toll. Ja, das gefällt mir gut. So, und auf der rechten Seite haben wir. Ja, ihr müsst ja jetzt nicht jeden Schrank aufmachen. Doch, oder? Doch. Das doch, wollen die doch. Leute sehen. Okay, Besteckschublade. Ja, da nochmal ein Fach. Und unten. Und was haben wir da unten? Auch nochmal ein Fach. Nochmal also, keine Attrappe dabei. Nein. Und dann kommt ein Highlight. Das ist der Apothekerauszug. Genau. Das ist natürlich schön. Da Essig, Öl und Konsorten kommen da rein. Ja, Gewürze. Ja, was man halt einfach so ein bisschen da reinstellen kann. Jawohl. Das ist echt schön. Ja, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Kleines Zwischenfazit. Ich bin begeistert. Hier ist eine kleine Garderobe mit Ambientebeleuchtung. Sieht natürlich ganz nett aus. Allerdings, wenn dann im Winter die Jacke da hänge, dann hat man wieder nichts davon. Also, wisst ihr was? Es gibt wahrscheinlich dann wieder ziemliche Diskussionen mit dem Helle, dass er nicht immer seine Klamotten irgendwo hinmacht. Ja, muss man halt schauen, dass man Platz im Schrank findet. Ja, also, und jetzt gehen wir. Jetzt gehen wir in den Schlafbereich rein. Sanitär kommt erst. Jawohl. Also, tschüss, mach erst mal die Türe zu. Gell? Ein Nachteil haben wir gefunden, Ursi. Du weißt, was ich meine? Die Tür geht nur in die eine Richtung. Kann sie nicht durchgehen. Aber der Nachteil wird kompensiert durch ein anderes Gimmick. Erst einmal haben wir den Vorteil, man kann von beiden Seiten zusperren. Wir brauchen das eigentlich nicht. Ja, für was das gut sein soll, ist mir schleierhaft, aber es ist halt so. Es ist halt so, ja. Ja. Also dann komm mal gut, dann komm mal bitte rein. Gerne komme ich zu dir. So, also. Schau mal her, das ist das WC. Ja, ein großes Bad ist das, ein großer Toilettebereich. Ist doch super. Ja, mit vielen, vielen Spiegeln, Schränken. Ja, und da unten haben wir einen Auszug. Ne, das ist kein Auszug, das ist ein Schrank mit einer kleinen Wäschekorb. Wäschekorb. Und hier haben wir auch noch eine Klappe. Oh, da bringt man Toilettenpapier etc. unter. Also ist es genügend vorhanden. Jawohl. Das hier ist nur ein Spiegel. Und hier haben wir nochmal einen Spiegelschrank. Also man müsste eigentlich alles unterbringen. Und Handtuchhalter und schönen großen Waschbecken. Also auch eine tolle Armatur. Das scheint mir eine stabilere Armatur zu sein, als es in manchen Wohnmobilen verbaut ist. Bettvortoilette, wie man das dann löst, das sieht man ja dann jeder für sich. So, und jetzt kann man auch diesen Raum nochmal teilen, indem man diese Türe da separat macht. Wie das geht, das weiß ich jetzt nicht. Mach mal zu. Ah! Also, auch da kann man auch mal seine Ruhe finden. Und obwohl jemand anders im Badebereich ist,
wenn man etwas genannt ist miteinander, ja, oder sich gerade erst kennengelernt hat, dann kann man das ja machen. Wir zeigen uns auch mal nackig. Schwätzeler, also. So, dann haben wir hier die Dusche mit Radkasten, aber das könnte man akzeptieren, das ist an sich kein Problem. Sie ist eng, das ist im Alter wichtig, dann fällt man nämlich nicht um. Ja, da kann man sich dann zeitlich immer schön anlehnen. Also insoweit ist eine... Was mir natürlich gut gefällt, das ist hier dieses Fenster. Dachfenster? Weil, ja, genau. Und natürlich hat man auch an Ablage gedacht. Ja, die braucht für man ja. Shampoo etc. Genau. Ja, das braucht man ja, ja auch. Und ein Ablauf ist da. Also, ja. Das müsste man dann in der Praxis sehen, wie gut es funktioniert. In der Toilette ist übrigens, in der Toilette ist auch noch ein Fenster. Ein Dachfenster. Ja, Dachfenster, was ich besser finde als die Fenster seitlich. Ja. Also, ja. Also, so, und jetzt kommen wir zum nächsten Highlight. Ja, wir sind noch nicht zum Bett. Noch nicht zum Bett. Ah, okay. Ach so. Ja. Rechts und. Das war rechts von der Ossi aus gesehen. Und das links? Ist links von der Ossi aus gesehen. Gibt Schränke. Dann und schauen wir da mal rein. Das ist der kleinere Schrank. Ja, das ist doch irre, oder? Mhm. Und da kriegt man was unter. Ja, genau. Und dann schauen wir auf der anderen Seite von der Ossi gesehen. Hallo. Hallo. So, und da kriegt man auch was unter. Ja. Ja, weil das sind richtig große Schränke, wo man so Kleider unterbringt oder sich auch Fächer, Regalfächer einbauen lassen kann. Ja, genau, das ist ja individuell. Aber da ist mit der Schränke noch nicht genug. Nein. Wir haben nämlich noch hier unter dem Bett, einen riesengroßen Schrank. Oder geht gleich das Licht an. Ja, das ist ja auch prima, sonst sieht man ja nichts. Jawohl. Und dieser Schrank ist auch noch von oben hier zugänglich. Ja. Also. So, und auf der anderen Seite haben wir ganz überraschenderweise auch noch mal einen Schrank. Ja, wieso überraschenderweise? Und der ist auch groß. Mhm, da. Und da sieht man, da kann man das Ersatzkissen unterbringen, wenn man das Bett verlängern will. Verlängern will, ja. Ja, ist also kein Problem. So, und das Bett verlängern ist auch kein Problem, denn da zieht man einfach die Stufen etwas vor. Ja, genau. Geht alles ein wenig schwer. Im Moment geht alles nur ein wenig schwer, also es muss nachgestellt werden. Alles verlängern und, ja. Und die Drittstufe sind ebenfalls noch mal Fächer. Fächer, ja. Finde ich eigentlich ganz gut. So. Schon zum letzten Teil. Der Schlafbereich. Der ist natürlich schön. Erst einmal haben wir hier eine Trennwand. Ach so, ja, halt. Warte mal. Ja, da muss man hier den Knopf. Ah, machen. Wunderbar. Und für diese Seite ist er drin. So. Also man kann das Ganze nochmal unterteilen. Schlaf gut. Ja. Und da hat man Schränke, das heißt hier hat man einen Auszug und da kommt dann ganz überraschend der zweite Fernseher raus. Der immer wieder praktisch ist, weil oftmals passiert ist, dass die Frau Krimi schauen will und der Mann Fußball oder der Mann Videos schneiden muss und die Frau will Krimi schauen. Und dann ist es für uns auch eine praktische Angelegenheit. Ja, genau. Und ich verziehe mich dann meistens ins Schlafzimmer und schaue meine gruselige Krimis an. Ich bin Krimi-Fan. Ja, so. Also auf jeden Fall ist ein langes Bett. Also Fächer ohne Bett. Ende. Jawohl, also finde also ich schon. Da braucht man nicht, sich nicht beklagen, auf beiden Seiten die gleichen Fächer. Ja. Wunderbar. Also, da kann man jetzt nichts meckern. Ja. In der Mitte ist eine kleine offenes Fach, da kann man sich dann sein Buch oder was auch immer reinlegen. Und das Fenster geht bis zum Kopf hoch, also da kann man dann auch rausschauen. Ja, wenn also wegen mir bräuchte das Fenster jetzt nicht so lang sein. Nee, das bräuchte es auch nicht. Ja, und die Vorhänge auf der ganzen Seite, naja, das ist Geschmackssache. Ja, also das bräuchte ich auch nicht. Im Gegenteil, mir wäre es lieber, es würde da aufhören. Aber wer weiß, vielleicht kann man da ja auch nicht mehr noch was machen. Jetzt schauen wir, was gibt es da an Anschlüssen? Ah, oh, ja.
Ach, richtig. USB gibt's und Lichter gibt's. Und auf der und anderen Seite? Steckdose, beide Seiten das gleiche. Aber du hast hier zwei. Was habe ich zwei? Neben dem Licht hast du. Ah, eine Steckdose ist hier noch. Stimmt. Aha, und hier ist nur USB. Ja, und eine Steckdose ist hier halt noch. Aha, okay. Ja, und das sind schöne Dekokissen. Ja, was uns jetzt persönlich natürlich etwas fehlt, das ist hier eine Mittelablage. Da müsste man sich halt irgendwas überlegen, weil. Also wir haben halt nachts in unsere Handys hier direkt am Bett. Mhm. Okay. Wir wissen, man sollte es nicht tun. Ja, ja. Aber es ist schon. Aber die Vernunft kommt aus dem Alter. Und es ist so alt sind wir noch nicht. Nein, aber wenn man unterwegs ist, dann ist es einfach, ist so es einfach anders als zu Hause. Mhm. Ja. So, und jetzt schauen wir uns nochmal die technischen Daten an. Okay. Wie ist dein Fazit? Ein sehr schönes Fahrzeug, also es gefällt mir auch sehr gut. Ja, und ich bin eigentlich richtig begeistert. Wir müssen jetzt nur noch die Zulademöglichkeiten klären, wie das ist, denn da, was ich gelesen habe, ist hier eine große Differenz, also ein großer Spielraum bei Karthago, und der Spielraum macht es. Eventuell müssten wir auf 4,8 Tonnen auflasten mit unserem ganzen Zubehör, aber das müssen wir jetzt noch klären und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So schnell sind wir nicht. Man weiß es nie. Ich schon. Ich nicht. Also auf jeden Fall ein sehr schönes Fahrzeug, was uns sehr gut gefällt. Absolut. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir hoffen, es war auch für euch interessant. Ja. Und kauft sie uns nicht alle weg. Wir wollen auch irgendwann noch einen haben. Ciao. Tschüssi. Danke, ciao.